Heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die du beim Lernen zu Hause machen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir die drei größten Fehler, die du beim Lernen zu Hause machen kannst. Ja, das ist so ein Punkt, der eigentlich so, ja, sag ich mal, das Zentralste darstellt, wenn es irgendwie darum geht, was man so, woran man so denkt, wenn man an Schule legt. Ja, auf der einen Seite hast du Unterricht, auf der anderen Seite hast du vielleicht auch Klausuren, aber vor allem auch gerade in der Oberstufe vielleicht auch viel, viel Zeit am Schreibtisch. Und da gibt es viele, viele Fehler, die man machen kann. Ich möchte mit dir jetzt einfach mal die drei größten Fehler teilen, die es da dementsprechend auch wirklich gibt. Ja, der allergrößte Fehler, Nummer eins, den ich sehe, ist, dass du keine klare Ordnung und keine klare Struktur hast. Weil ganz ehrlich, daheim kann ich super viel ablenken. Klar, im Unterricht hast du vielleicht auch so diesen einen oder anderen Kumpel, wo du sagst so, hey, irgendwie voll cool, immer mit dem zu reden, aber daheim hast du viel mehr Ablenkung. Ja? Du hast vielleicht, keine Ahnung, wenn du gerne zockst, hast du deinen Computer, du hast vielleicht Netflix, du hast dein Handy, was auch immer. Und das Allerwichtigste ist, dass du klare Ordnung hast und für dich halt wirklich dafür sorgst, dass du weißt, hey, auf meinem Schreibtisch sind nur die Dinge, die halt wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Und auf der anderen Seite sind einfach auch super viele Dinge weg, die da eben nicht sein sollen. Ja, das heißt, hab einfach nur deine Unterlagen da, hab dein Buch da, wenn du es brauchst, hab dein Heft da. Und das soll es eigentlich auch sein. Ja, das ist eigentlich so das Allerwichtigste, dass du halt wirklich weißt, okay, auf meinem Schreibtisch, wenn ich lerne, sind nur die Sachen, die ich brauche. Und alles andere lasse ich einfach weg. Fehler Nummer zwei, ja, habe ich gerade auch schon ein bisschen angeschnitten, ist, sich unbedingt nicht ablenken zu lassen. Und mit Ablenkung meine ich eben gerade Handy, damit meine ich Netflix und alle anderen Dinge, wo du irgendwie das Gefühl hast, so, das machst du gerne, wenn du keinen Bock mehr hast aufs Lernen. All diese Dinge musst du unbedingt komplett eliminieren. Da hilft es auch nicht, sich jetzt dieses Video anzuschauen und sagen, okay, ab jetzt gehe ich einfach nicht mal in mein Handy oder ab jetzt gehe ich einfach nicht mehr auf Netflix. Du wirst es in zwei Tagen sowieso wieder tun, ja, sondern du brauchst permanente Lösungen, sage ich bei uns im Coaching immer. Auch diese permanenten Lösungen entwickeln wir mit jedem Coaching-Teilnehmer von uns individuell, wo sich jeder wirklich konkret durch eine konkrete Übung immer wieder anschaut, wie kann ich konkret, und damit meine ich jetzt nicht, damit meine ich wirklich dauerhaft, ja, und dass nichts davon abhängig ist, ob man gerade motiviert ist oder nicht, ob man gerade irgendwie viel zu tun hat oder nicht oder ob das Handy da ist oder nicht, sodass man einfach wirklich eine permanente Lösung hat, bei der man es wirklich schafft, dass einfach man nie wieder beim Lernen ans Handy gehen wird. Das geben wir dir auch im Coaching mit, aber das ist super wichtig, dass du es eben schaffst, eben nicht an deinem Handy zu sein, nicht irgendwie auf Netflix zu sein, weil ganz ehrlich, du kannst, ich sag mal so, du könntest so gut lernen, wie du wolltest, wenn du die ganze Zeit abgelenkt bist und nicht lernst, dann bringt dir das Ganze nichts. Und Fehler Nummer drei ist, dass du zu sehr im Detail lernst. Das ist auch ein Punkt, den merke ich immer, immer wieder. Du musst nicht beim Lernen den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, auch nicht in der Oberstufe, auch wenn es deine Lehrer, deine Eltern oder sonst irgendwer erzählt oder ältere Geschwister, das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich habe auch meine Abi-Prüfung habe ich mit 1.0 abgelegt und habe trotzdem, keine Ahnung, mich nur 6 Wochen vorbereitet und habe auch da nicht den ganzen Tag am Schreibtisch verbracht. Das geht deswegen dementsprechend auch in der Oberstufe definitiv. Nur musst du halt die richtigen Lernstrategien haben, ja? Und du musst halt auch wirklich fokussiert durchziehen. Das fokussiert durchziehen schaffst du es, wenn du die ersten zwei Fehler nicht machst und den letzten Fehler machst du eben dann auch nicht, wenn du eben auch die richtige Lernstrategie hast und du eben das Ganze wirklich konkret auch anwenden kannst und wirklich weißt, wie du maximal effektiv lernst. Ja, weil ganz oft hat man so das Gefühl, boah, ich muss irgendwie das noch lernen, ich muss noch ein Detail, noch ein Detail, noch ein Detail und der Tag müsste 30 Stunden haben und ich komme bei den ganzen Fächern und ganzen Aufgaben gar nicht hinterher. Meistens aber so, dass du einfach nur 100.000 Kleinigkeiten machst, die gerade überhaupt nicht wichtig sind. Und was dir einfach fehlt, ist der Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge, weil dir aber meistens auch vielleicht niemand konkret gesagt hat, was denn wirklich wichtig ist. Ja, das geben wir dir auch im Coaching mit. Das heißt, wenn wir dich da unterstützen sollen, dann bewerb dich darauf einfach. Erster Link in der YouTube-Beschreibung oder du nimmst den ersten angepinnten Kommentar, trägst dir einfach ein. Mein Team wird sich dann mit dir in Verbindung setzen und mit dir darüber sprechen, ob und wie wir dir dann konkret auch weiterhelfen können. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann im Coaching sehen. Bis dahin, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Ja, boah, ich hab dich schon so an den Blumentopf gesehen.